Hallihallo, hier ist wieder der Martin, heute aus Bangkok. Ich fahre Songtao, nicht mit dem Motorbike und nicht mit dem Schiff oder Boot, Zug. Ich brauche nicht weit, ich wollte nur nicht das Motorbike nehmen, weil ich sehe schon die Blitze kommen, es soll gleich anfangen zu regnen und ich muss ein bisschen was einkaufen, fahre ich hier in den Big C. Kostet 8 Baht, das Songtao, und ja, es gibt einiges zum Richten. Die ersten Tropfen spüre ich schon. Also, hoffentlich kommen wir noch runter vom Gefährt in den Big C, bevor es richtig anfängt. Also, bis gleich. So, schnell runter hier. Da raus, wo alle aussteigen. Also, es regnet schon. Ein bisschen. Ich glaube, ich bin nicht zu früh ausgestiegen. Und wir müssen ein paar Meter laufen. Es tröpfelt ein wenig, aber das kriegen wir hin. Hier sind nämlich ein paar Überdachungen, also halb so wild. So, und so sieht hier das Songtao in Bangkok aus. Zumindest hier in der Ramkamheng-Gegend. Ja, hinten, man kann immer noch draufstehen, obwohl das eigentlich schon nicht mehr erlaubt ist offiziell. Aber da hält sich keiner dran und es kontrolliert auch niemand. Von daher alles wie gehabt. Die Taxis haben natürlich jetzt Hochkonjunktur, wenn es anfängt zu regnen. Das sind somit die einzigen, die sich freuen, wenn es anfängt zu regnen. Weil dann gibt es nämlich mehr Customer. Ja, hier können wir schon das Big C-Zeichen sehen. Und hier auf der anderen Seite übrigens auch ganz nett. Vielleicht schaffen wir es nachher noch dahin zu gehen. Da gibt es einige nette Streetfood-Stände, so bis zu der Bushaltestelle da vorne. Da sind wir, glaube ich, schon mal gewesen. Bin ich immer wieder gerne, weil das richtig schöne, nette Verkäufer sind auch. Und die haben durchweg gemischtes Angebot. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir gehen jetzt schnell hier rein. Ihr seht es. Es ist schon am Regnen. Ich habe keinen Schirm dabei. Den habe ich nämlich am Wochenende, in der Woche, habe ich den mal stehen lassen. Hat es nicht geregnet, weil dann nimmst du einen Regenschirm mit, weil du denkst, es fängt gleich an und dann regnet es die ganze Zeit nicht, du brauchst den nicht, dann lässt du den Schirm stehen. So, hier ist jetzt der Big C Huamark und hier mache ich jetzt ein paar kleine Einkäufe, nicht viel. Ich hätte auch auf den Markt gehen können, nur Problem, auf dem Markt, wenn es regnet, nicht gut. Also gehe ich jetzt mal kurz hier rein, mache meine Besorgungen und dann setzen wir uns gleich nochmal irgendwo hin und besprechen das Thema des heutigen Videos, denn es ist ein ernstes Thema, wie in der Überschrift schon zu sehen war. Ich bin gehackt worden und zwar auf Facebook. Mein Facebook-Konto wurde gehackt. Das hatte ich gar nicht so als dramatisch empfunden. Weil es nach kurzer Zeit habe ich es dann wieder herstellen können und ich bin auch ziemlich früh darauf aufmerksam gemacht worden. Aber die Details dazu erkläre ich gleich nochmal und dann geht es auch um euch. Wie ihr nämlich auf Reisen, völlig unabhängig von meiner Aktion im Moment, habe ich nämlich eine Nachricht bekommen von einer Zuschauerin, die also auch darauf hingewiesen hat, dass manche, ich bin ja selbst auch mal ein bisschen leichtsinnig, aber dass manche auch zu viele Reisedaten preisgeben, ja, wann sie das Haus verlassen und so weiter, wie lange sie im Urlaub sind. Und bei den Leuten, die offensichtlich ihren Namen auch im Profil haben und wo leicht herauszufinden ist, wer dahinter steckt, können natürlich dubiose Gestalten auf die Idee kommen, mal die Wohnung oder das Haus aufzusuchen, wie auch immer. Also da gehen wir aber gleich auch nochmal drauf ein. Und, ich mache jetzt mal eben meine Einkäufe und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin fertig mit der Einkäufe. Hier, kleines Tütchen nur, also ich brauche nicht viel. Einen Schirm habe ich mir geholt. Wieder 99 Baht, weil unter Umständen regnet es ja noch. Oder gleich wieder, wie auch immer. Ja, so, Einkauf erledigt. Jetzt gucke ich mal. Es regnet noch, wisst ihr. Einkauf erledigt, jetzt gucke ich mal, ob wir uns irgendwo hinsetzen können. Ob wir hier einen Amazon-Café haben. Dann können wir ein Momentchen quatschen und über den Ernst des Tages reden. Und dann schauen wir mal weiter. Also, ich mache mich jetzt mal auf die Suche hier.
Du musst doch irgendwann Amazon sein, ist ja überall. Ja, wie es der Zufall will, kein Amazon in Sicht. Nee. Was ist da hinten? Da ist doch einer, oder? Warte mal eben. Da war ich ja schon auf der anderen Straßenseite. Da sehe ich das Amazon-Zeichen hier im Einkaufszentrum. Hopp und Gab. Und komme ich. 18 Uhr geschlossen. Amazon-Café. Ich denke, wie? Ja. Umso besser. Jetzt bin ich nämlich hier beim Dunkin' Donut. Und hier gibt es den Kaffee und den Donut umsonst dabei. Also. Einmal muss man auch Glück haben im Leben, oder? So. Jetzt setzen wir uns hier hin. Jetzt wird's ernst. Ich mache mich jetzt erstmal bereit hier. Kästchen, Stativ und so weiter und dann geht's los hier. 40 Bart, Donut und Espresso. Da kann ich mit leben. Und das ist hier direkt im Einkaufszentrum, im Eingangsbereich. Keine Musik im Hintergrund, die stört. Und der Tisch wackelt und was. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. So, jetzt kommen wir zum Ernst. Also ich habe heute eigentlich soweit wieder alles im Griff, hoffe ich. Bin gestern Morgen aufgewacht und da hatte ich einige Mitteilungen, einige E-Mails von Facebook, dass eine neue E-Mail-Adresse hinzugefügt worden wäre. Weil ich natürlich mehrere Nachrichten kam, ne? Da habe ich natürlich sofort reagiert und das Konto gesperrt und dann wieder hergestellt, gesichert. Und dafür war für mich der Fall erledigt eigentlich. Ich habe dann gedacht, nichts passiert. Ich habe auch von niemandem, also es sind keine Nachrichten verschickt worden von meinem Account und Messenger war alles in Ordnung. Dafür war für mich der Fall eigentlich erledigt. So. Und dann komme ich gestern zurück vom Universitätsbesuch von den Mark, gerade die Kamera aus. Da kriege ich Benachrichtigungen von PayPal. Von PayPal. Abbuchungen oder Rechnungen für Subscriptions bei Facebook. Viermal $250, einmal $400, einmal $500, $1,900 von meinem Facebook, von meinem PayPal-Konto an Facebook an Meta gezahlt worden. Und da bin ich natürlich elektrisch geworden, kann ich mir vorstellen. Da bin ich wirklich, kriege die Schweißausbrüche. Ja? Vor allen Dingen, weil diese Nachrichten, die kamen dann in kurzen Abständen hintereinander. Und die Zahlungen auch. Gott sei Dank wurden die Zahlungen jetzt von PayPal zu meinem Bankkonto weitergeleitet, wo am Montag die Abbuchung stattfinden sollte. Ich habe mein Konto daraufhin vorsichtshalber erstmal deaktiviert, meine Kreditkarte deaktiviert, damit die nicht ersatzweise belastet werden kann für diese Geschichte. Und habe ich versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, was denn nun die Ursache für diese Zahlungen war. Und das war gar nicht so einfach. Bin dann aber darauf gestoßen, dass der Verwendungszweck für Werbeanzeigen bescheinigt wurde. Also in der Rechnungsstellung bei PayPal hieß es dann für Werbeanzeigen auf Facebook. Weil ja keiner von Facebook aus irgendwie Geld abzweigen kann, ist die Masche wohl die, dass man Werbeanzeigen schaltet auf Facebook. Die haben ein Tageslimit von $4,500 eingesetzt. Das heißt also, hätte ich nicht reagiert, wäre ich vielleicht noch mehr Geld nicht losgeworden. Ich bin es dann noch nicht losgeworden. Aber wir werden sehen, wie die Sache ausgeht. Auf jeden Fall ist das Tageslimit so hoch angesetzt worden, dass die unheimlich viel Werbung geschaltet haben, Traffic auf eine Webseite geschickt haben, wo Verkäufe stattgefunden haben. Das heißt, die haben also durch Verkäufe auf einer Webseite Geld gemacht, weil ich Traffic bezahlt habe und Leute auf diese Webseite geschickt habe, quasi. Ja, dann habe ich die Werbeanzeige sofort gestoppt und da sind mittlerweile aber nochmal über 300 Euro, die ich noch in Ausstehen habe. Also insgesamt waren das $2,200 irgendwie in dem Dreh, die an Werbung geschaltet worden ist. Innerhalb von wenigen Stunden über Tag. Ja, und dann habe ich mit Facebook dann mich auseinandergesetzt
und das reklamiert, dass ich das nicht gewesen bin. Lässt sich auch nachvollziehen, dass es in der Zeit gewesen sein muss, wo auch mein Account gehackt worden ist. Und diese auffällig hohe und suspektvolle Webseite und dieser ungewöhnlich hohe Tagesbudget sind also offensichtlich, dass es sich im Scam gehandelt hat. Und nach einigen Konversationen hin und her haben die mir dann gesagt, das wird jetzt an eine interne Abteilung nochmal weitergeleitet zur Prüfung und dann wird wohl höchstwahrscheinlich eine Erstattung erfolgen, weil das wirklich offensichtlich ist, dass ich da nicht von profitiert habe oder das nicht gewesen sein kann. Ja, das, ich hoffe, das erledigt sich schnell, dass da schnell eine Rückerstattung stattfindet, beziehungsweise, dass die erhalten Gelder dann eben an PayPal zurückzahlen, dass ich da nicht mehr belastet werde. Das zum einen. Und dann zufälligerweise heute hat mir eine Zuschauerin geschrieben, die unseren Kanal, unsere Familie, ich kann keine Namen nennen, die bei uns beteiligt ist. Und die hat gesagt, Leute, ihr müsst auch vorsichtig sein, unabhängig davon. Ich habe da also nichts nach außen getragen, dass ich gehackt worden bin. Aber sie sagte, viele äußern sich ja auch, ich gehe jetzt in Urlaub und bin dann 2-3 Wochen nicht da oder wie auch immer. Und viele haben ja ihre Profile so öffentlich, auch mit ihrem Namen, dass nicht nur Bekannte, sondern auch Außenstehende, die jetzt nicht unbedingt zum engeren Bekanntenkreis gehören, die man eben kennt, die wissen, wo man wohnt, dass sogar Außenstehende Adressen ausfindig machen. Und sie hat mir das an 2-3 Beispielen klar gemacht, aus unserer Chatgruppe oder nicht jetzt auf Facebook, auch auf YouTube, wenn jemand sagt, oh, ich gehe jetzt in Urlaub und so weiter. Die Namen sind teilweise ersichtlich oder man spricht in den Chats manchmal vom Wohnort, liebe Grüße aus sowieso. Und ja, dann ist es sehr leicht, auch für Außenstehende herauszufinden, wer hinter diesem Facebook-Account oder hinter diesem YouTube-Account steckt. Einfach nur, weil man seinen Namen, vielleicht auch wenn man einen ungewöhnlichen Vornamen hat oder einen ungewöhnlichen Nachnamen, und dann noch so ein paar andere Einzelheiten mitteilt. Ich habe 2-3 Beispiele von ihr bekommen, von unseren Leuten, wo sie sagte, das ist der wohnt da und da. Das ist natürlich erschreckend. Ja, da habe ich natürlich selbst auch noch nie so dran gedacht. Es gibt da Webseiten, die also wirklich Ratschläge geben, was macht man, wenn man in Urlaub geht. Ja, die Ortung ausschalten, auch auf Facebook kann man ja auch die Ortung ein- und ausschalten, dass Freunde sehen, wo man ist oder eben wo man nicht ist. Dass man aber vielleicht auch Posts im Urlaub nicht im Urlaub macht, sondern erst wenn man zurück ist. Ja, dass man vielleicht auch Apps nutzt, wo man die Post heute schon eingeben kann, die aber dann später veröffentlicht werden. Solche Sachen gibt es ja auch. Um sich einfach selbst dafür zu schützen, dass man nicht aus dem Urlaub nach Hause kommt und die Wohnung ist leer geräumt. Zum Beispiel. Ja. Eduard Zimmermann würde sagen, Vorsicht Falle. Ja. Also, ich habe jetzt auch keine abschließende Lösung. Nur mal ein bisschen wach werden. Ich selbst habe normalerweise meine Konten alle so gesichert, dass da normalerweise nichts passieren kann. Ich habe mehrfache Authentifizierung, also Zwei-Faktor-Authentifizierung, auch bei YouTube, bei Facebook. Normalerweise kann da nichts passieren. Ich klicke keine Links. Ich habe Antivirenprogramme auf Telefon, auf Tablet, auf Laptop, überall. Da kann und darf normalerweise nichts passieren. Ich bin wirklich sprachlos. Ich weiß nicht, wo der Hack hergekommen sein kann. Und ja, bin jetzt auch sprachlos, weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen kann. Es ist für mich noch nicht ausgestanden. Ich hoffe, ich bekomme von Facebook die Rückerstattung. Ansonsten sieht es aber böse aus. Und das Ganze hat mit unserer Gruppe oder sowas in der Form nichts zu tun, dass da keiner involviert ist oder was. Aber jeder gibt Datenpreis und jeder gibt Informationen in öffentliche Gruppen, in öffentlichen Feeds, ja, ob es auf YouTube ist oder ob es auf Facebook ist. Und ja, wir müssen da wirklich mal ein Auge drauf
auf uns selber haben. Auch wenn wir nichts, wir haben nichts zu befürchten, wir haben nichts zu verheimlichen. Ja? Das ist ja das Kuriose dabei. Man fühlt sich ja nicht irgendwie gezwungen, irgendwas zu verheimlichen. Ja? Man geht in Urlaub und sagt, ich fliege da und dahin, schöne Zeit. Und hallo Gruppe, hier ist mein Foto, bin schon angekommen, gut am Flughafen, wie auch immer. Und andere Leute missbrauchen solche Foren, solche Kanäle, solche Gruppen, wie auch immer, um eben Daten herauszubekommen und dann einfach mal zu schauen, wo wohnt denn derjenige? Lohnt es sich? Ist es eine Wohnung? Ist es ein Haus? Kann man da vielleicht mal auf Besuch hingehen, während der Eigentümer nicht da ist oder wie auch immer? Und das ist einfach nur jetzt mal ein Appell an alle, mal nachzudenken, wie man sich in Zukunft verhält. Ich bin ja nun schon ein paar Jahre auch in den Medien unterwegs, auch auf sozialen Medien vor allen Dingen, wo ich mir immer gedacht habe, ach, das passiert mir nicht, kann nicht passieren, ich bin gut abgesichert, ich habe eigentlich alle Vorkehrungen getroffen und dann passiert sowas und ja, dann stehst du da. Und selbst wenn du gesund bist und keinen Doktor brauchst, da brauchst du trotzdem guten Rat und der ist manchmal teuer. Ja. Also ich habe jetzt nochmal wirklich alles gecheckt, was ich checken konnte. Alle Konten, alle Passwörter. Ich habe nochmal extra meinen Passwortmanager jetzt auch auf Schwachstellen checken lassen. Da ist nichts. Da ist nichts. Ja. Deswegen war ich auch heute ein bisschen schlechter Stimmung. Dann hat es auch noch geregnet. Ja. Und ich habe es aber jetzt zum Anlass genommen, euch zu informieren und das mal anzusprechen. Jeder kann jetzt seine eigenen Schlüsse ziehen und sehen, was mit den Informationen anfängt. Also seid vorsichtig, vor allen Dingen sichert eure Konten. Ja, macht es wirklich mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sperrt eure Handys, auch wenn ihr irgendwo das Handy liegen habt. Da kann keiner dran normalerweise. Ich habe es mit Fingerabdrucksensor, noch nicht mal mit Face. Das ist auch nicht so gut, Face-Lock. Denn da hält jemand ein Foto von dir dahin. Und das Telefon geht auf, habe ich auch schon erlebt. Also Fingerabdruck ist schon recht sicher, auch, na gut, wenn du natürlich schläfst, aber schläfst dann nicht alleine. Also, Mann, ja, verstehst du, was ich meine. Ja, also, denkt mal einfach drüber nach, was ihr machen könnt, um euch selbst ein bisschen zu sichern, was Passwörter angeht. Macht euch aber ein bisschen schlau. Ich habe für euch wirklich keinen Rat, weil jeder ist individuell und es gibt Passwortmanager. Es gibt Authentifizierungsmöglichkeiten als Software, als Stick zum Beispiel für einen Laptop, fürs Telefon. Das also ist natürlich umständlich. Man muss dann jedes Mal einen Zugang generieren und das ist auch nervig. Ich weiß es selber. Man kann aber auch Geräte autorisieren. Zum Beispiel, dass dann nicht immer wieder nach der Authentizität gefragt wird. Dass man zum Beispiel für 30 Tage so ein bestimmtes Gerät quasi zulässt, dass er nicht immer nachgefragt wird. Und dann nach 30 Tagen muss man das wieder erneuern mit der App oder mit dem Generator, wie auch immer. Also, macht euch das schlau. Und ja, ich hoffe, hat den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht. Mich auf jeden Fall. Ich habe also das Wochenende noch ein bisschen was zu tun. Ich will also unbedingt, ich werde es wahrscheinlich nicht herausfinden, aber ich werde euch auch informieren, wie die ganze Geschichte ausgeht. Ich hoffe wirklich, dass es zeitnah geschieht, denn das lässt einen ja nicht schlafen. Ja, da sind jetzt über 2000 Euro in der Schwebe quasi. Und PayPal hat ja damit nichts zu tun. PayPal wird sagen, hör mal, wir wollen das Geld. Wir haben das Geld an Meta bezahlt, an Facebook. Und wir wollen jetzt von dir das Geld haben. Ja. Ich habe bei PayPal habe ich auch einen Spruch eingelegt. Aber weil die hinterlegte Subscription von Meta, die war einwandfrei. Also das Problem lag ja an dem Meta-Hack und hat mit PayPal nichts zu tun. Deswegen sagt PayPal, da haben wir nichts mit zu tun. Da hilft auch kein Käuferschutz oder sonst was, weil es kein Warenkauf in dem Sinne war. Es war eine digitale Dienstleistung. Und da hilft der Käuferschutz nicht. Also Augen auf und vor allen Dingen gesund bleiben. Wir sehen uns bald wieder. Ja, das war's für heute. Schönes Wochenende trotzdem noch und bis bald.
morgen. Tschüss.